Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clockwork Empires. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein Safe Game geladen. Beim letzten Mal ist mir dummerweise der NCO gestorben, weil ich hier beim NCO geklickt habe auf diesen Button Mark for Frontier Justice. Dann heißt das nämlich so viel wie: Los, Kolonisten, schnappt euch den mal. Ja, und da das ein bisschen unbedacht von mir war und ich nicht über die Konsequenzen nachgedacht habe, beziehungsweise überhaupt nicht realisiert habe, was da passiert, habe ich das Ganze nochmal rückgängig gemacht. Und zwar, indem ich ein Autosave geladen habe, das ein paar Minuten älter war. Aber nicht viel, das heißt, alles noch im Rahmen. Wir haben hier ordentlich selbstgekochte Nahrung, alles ist gut. Was wir jetzt machen müssen, ist allerdings nochmal Baracken bauen. Beziehungsweise bin ich gar nicht sicher, ob wir die schon gebaut hatten. Ich meine schon, oder? Ich meine, wir hätten Baracken gebaut, damit die Leute schlafen können. Also nicht Baracken. Baracken ist ja das Gebäude für die Soldaten. Das ist hier bei Officers Barracks. Work crews assigned here will be conscripted into the military and will train to become more effective soldiers. Nein, ich meine hier ein Housing, also ein normales Haus für die Lower Class. Und ja, das setzen wir wieder hier hin. Genau, das hatten wir schon gebaut, ich erinnere mich jetzt. Und wir hatten da ein paar Betten reingestellt. Das werden wir jetzt nochmal bauen müssen. Tut mir leid. Wie gesagt, ich nehme die Schuld voll und ganz auf mich. Hier ein Fenster hinein. Hier die Tür. Und dann hauptsächlich Betten. So. Okay. So, da sind eine ganze Menge Betten, aber das reicht dann auch erstmal. Ist ja auch nur für die Lower Class. Für die besseren Siedler müssen wir später eh was anderes bauen. Jetzt müssen wir noch die Betten wieder beim Schreiner in Auftrag geben. Wie viele haben wir denn jetzt hier gebaut? 10. So. Also, erstmal Betten nach oben. 10 Stück, obwohl wir nehmen das mal runter, weil die Planken müssen für die Betten eh da sein. Die kosten nämlich einen Stoffballen und eine Planke. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Jetzt haben wir aber nicht mehr genug Stoffballen. Da hatten wir nämlich zu wenig von. Können wir nachprüfen, wir haben nur 6, genau. Ja, also werden einige nicht fertiggestellt. Und dann können wir ja mal so ein Trade-Depot bauen. Was steht hier? Scholar decries the colony. Okay. Bronzekotter hat einen ziemlich verwirrenden und rambling, sich beschwerenden Bericht geschrieben über den Zustand unserer Kolonie. obwohl das ziemlich, ja, concerning, also es geht, also es ist schon nicht unwichtig. Scheint aber, dass das Ding niemand liest. Egal. Okay. Ah, was haben wir da? Bandits arrive. Oh. 4 Banditen haben ein Camp in der Nähe haben ein Camp gebaut in der Nähe. Was sollen wir tun? Ja, jetzt können wir hier sagen, dass unsere Soldaten die Banditen erschießen sollen, sobald sie sehen. Halte ich ja für riskant. Oder wir sagen hier: Lasst uns keinen unnötigen Konflikt provozieren. Das werde ich vorerst auswählen. Da wir momentan ja nur einen Soldat haben, fände ich es angebracht, etwas ruhig zu treten. Zumindest für den Anfang, ja. So. Holz und so haben wir alles noch genug. Wir werden hier aber noch die Bäume wieder markieren. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal auch gemacht. Ja, das sind nur die 2. Dann nehmen wir die 2 noch dazu. Und hier oben wollten wir, glaube ich, noch welche weg. Genau. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Holz. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Gelände. Ob wir das irgendwo begradigen sollten. Also hier ist ja schon recht bergig. Wir haben hier noch genug Land zum Bauen. Das war auch die Aussage vom letzten Mal. Aber ich finde ja, dass wir diese Stücke noch begradigen könnten, ruhig. Weil dann hätten wir hier noch massiv Platz zum Bauen. Ich mach mal erst nur so dieses Stückchen hier.
Na nur, das geht nicht, weil der Baumstumpf da im Weg ist. Oder weil ich das falsche... Ja, ich hatte das falsche ausgewählt. So. Das habe ich jetzt markiert. Das kann man jetzt leider schlecht sehen. Das kann man eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich kann es nur noch canceln, also abbrechen. Aber wir lassen das natürlich laufen. Und gucken mal, wie das dann so aussieht. So, da ist schon das erste Bett gefertigt. Sieht auch schon aus, als ob hier eine Menge Holz angeliefert ist. Ja, 12 von 25. Das ist ein richtig großes Haus. Aber die Steine fehlen noch. Die werden hier noch fleißig gehackt von Ignatius Brazentar, Brazentar oder wie auch immer. Nicht der charmanteste Name. Aus diesen Büschen könnten wir eigentlich nochmal ein bisschen Beeren holen. Dann ist die Nahrung ein bisschen abwechslungsreicher. Ach, guck mal, hier ist irgendwas... Da ist offensichtlich ein Tier gejagt worden. Von unserem Soldat. Dabei hatten wir gar nicht gesagt, dass irgendwas gejagt werden soll. Interessant. Können wir denn die Banditen hier sehen auf der Karte? Hoppla, jetzt habe ich die Karte gedreht. Das wollte ich nicht. Sehen wir die hier irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Wenn, dann ist es wahrscheinlich hier im Nebel des Krieges. Oder... Naja, oder es ist halt noch im unentdeckten Bereich. Das weiß ich nicht mal. So, ach ja, ich habe den Spielzaun ein bisschen höher gedreht. Gib mir doch mal Feedback in den Kommentaren, ob das so ausreicht. Würde mich interessieren. So, jetzt wird es auf jeden Fall wieder dunkel. Hatten wir denn gesagt, dass hier gejagt werden soll? Ja. Jagen haben wir aktiviert. Vielleicht machen die das dann selbstständig. Könnte natürlich sein. So, da ist noch eine Menge offen hier. Die ganzen Bäume. Und die Beeren. Oh, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Ich habe was Fischiges gehört. Aber ich kann nichts sehen. Bisschen gruselig ist es ja schon, ne? So, okay, jetzt ist die Abendzeit. Die Leute gehen ihren sozialen Tätigkeiten nach. Oder schlafen auch schon. Je nachdem, was ihnen gerade lieber ist. So, mal schauen. Wir haben hier das ganze Zeug hier stehen. Warum wird denn das eigentlich nicht ins Lager gebracht? Hier kommt nur Nahrung und Trinken rein. Das ist auch richtig so. Und hier kommt alles andere rein. Kann man denn gefertigte Güter irgendwie separieren? Building Materials, Other Commodities, Tools and Weapons, Refined and Manufactured. Alles klar. Das würde ich hier mal deaktivieren. Und da würde ich noch ein Lager für machen. Ein Lager nur für hergestellte Waren. Und wo packen wir das am besten hin? Ja, hier. Ah. Verklickt. Ah, da kommt doch gerade noch was dazwischen. Zwei Unterschichtenarbeiter kommen aus dem Wald gestolpert. Sind bei guter Gesundheit, obwohl sie so lange in der Wildnis unterwegs waren. Seit einer Woche. Ja, exzellent. Natürlich sind sie herzlich willkommen. Ich wollte noch einen Stockpile anlegen für hergestellte Güter. Machen wir das mal hier hin. So, alles aus, bis auf Refined and Manufactured Resources. Das heißt, diese Kisten hier müssten eigentlich jetzt rübergeschleppt werden. Entweder schon zum... erstmal werden sie zusammengestellt. Ah, das ist gut, habt ihr das gesehen? Dann werden die nämlich doch zusammengestapelt. Das ist das, was ich in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt habe. Hier stehen die nämlich jetzt alle durcheinander. Dabei könnten die auch gestapelt werden, weil es die gleiche Ware ist. Ja, sie stellt das jetzt auch hier einfach rein und irgendwann kommt einer und stellt die Kisten ineinander und dann ist die Sache erledigt, ja. Hier mit den Planken auch. Achtet mal drauf. Seht ihr, jetzt nimmt er die wieder auf. Obwohl, die könnte er jetzt auch... Ah, nee, er stellt sie hier rein. So, jetzt sieht's... So, fertig. Ja. Forbid Item, was habe ich jetzt gemacht? Ah, wo habe ich jetzt Forbid Item drauf geklickt?
Ich habe auf irgendwas geklickt und dann auf Forbid Item. Aber ich weiß nicht, worauf. Ich hoffe, dass uns das jetzt... Dass das kein Problem ist. So, jetzt wird erstmal gespeichert. Genau, die Betten alle darüber. Ja, und sagt mir, was ich bauen soll. Ne? Ihr wisst ja, ich bin jemand, der eure Kommentare liest. Und ich nehme auch eure Kommentare sehr wichtig, sehr ernst. Von daher, wenn ihr bestimmte Gebäude sehen wollt oder überhaupt irgendetwas Spezielles hier im Spiel, dann sagt mir einfach Bescheid. Da gucken wir uns den Aspekt genauer an. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne mal reinschauen bei Commands. Weil man kann hier nämlich... Order a Naturalist to explore around a particular area. Man kann nämlich Naturalisten losschicken. Wahrscheinlich hier zu solchen Gesteinsformationen. Das ist Sulfur. Oder hier ist auch noch eins. Ja, das ist aber noch nicht aufgedeckt. Da kann man die halt hinschicken und dann entdecken die da diese Felsgesteinssorten. Und dann kann man da Minen drauf errichten. Hier dieses Hämatit. Da ist entsprechend auch hier der Pfeil. Aber wir haben noch keinen Naturalisten. Dann können wir das auch nicht machen. Dann geht das nicht. Aber was wir machen könnten, ist hier den Lehm bearbeiten. Also, nicht Chop Down. Das war falsch. Abbrechen. So. Ich möchte hier, dass der Lehm abgebaut wird. Dann können wir nämlich daraus schon mal eine Werkstatt bauen. Nein, nicht daraus, sondern dann können wir daraus Ziegel bauen. Und daraus können wir dann fortgeschrittenere Gebäude bauen. So, Bronzekotter ist besser in Schreinerei geworden. Joe Frost ist besser im Kochen geworden. Wunderbar. Hier liegt immer noch der Steinblock drin. Mal gucken, ob der noch abgeholt wird. Ich befürchte ja nicht. Ja, und dann machen wir natürlich auch noch unseren letzten Schritt. Den wiederholen wir noch wieder, und zwar eine Farm. Eine Flachsfarm. Ja, How to Cook haben wir schon gesehen. Hier müssen wir noch... Die Workcrew, das ist natürlich wieder Mildred Tuck. Und wir wollen hier Flachs wachsen lassen. Flachs nämlich, um den Stoff herzustellen, den wir noch für die Betten hier brauchen. Oh, da ist was explodiert. Ein kleiner Steinofen ist beschädigt worden durch Überbenutzung. Braucht jetzt Reparaturen. Braucht rohe Steinblöcke. Ja, Gott sei Dank liegt noch einer drin. Gott sei Dank liegt noch einer drin. Wie läuft sie denn rum hier? Sie sieht ja nicht gerade zufrieden aus. Die ist auch wütend hier. Hat seit einem Tag nicht geschlafen. Och ja. Und dann ist sie auch noch hier. Sie hat das Trait of Criminal Element. Ist also, neigt eher dazu, Diebstähle zu begehen. Oder sich an die Autorität... der Autorität unterzuordnen. Overseers! Ein neuer Overseer. Ja, wir haben Fortschritt gemacht und bekommen daher einen Aufseher zugewiesen. Wunderbar. Aufseher, wir erinnern uns, heißt eine neue Work Crew, eine neue Arbeitsgruppe. Oh, Moment, wir müssen hier mal gucken. Ah, seht ihr, die Käfer sind auch wieder da. Aber erstmal hier. Mordecai Flood has become a vocal opponent of your policy of friendship with the fish people. Okay, also Mordecai Flood hat, meint, dass es nicht so gut ist, dass wir Freunde mit den Fischleuten werden. Und, ja, es sei nicht clockworkisch genug. Es sei unclockworkisch, mein Gott. Ja. Es sei auf jeden Fall nicht gut, sich mit diesen Fischleuten zusammenzutun. Was würde die Königin sagen? Er verlangt, dass wir auf der Stelle Exterminierung als Politik fahren gegen die Fischleute. Wie antworten wir darauf? Haha.
Die Antworten sind super. Also wir können natürlich jetzt weiter Freundschaft mit den Fischleuten auf Freundschaft gehen. Und oder wir kommen seinem Aufruf nach und sagen, zu den Waffen. Fischmenschen werden erschossen. Oder wir antworten das hier. Hat jemand was gesagt? Ich kann nichts hören. Und tja. Es ist ja bisher nur einer. Es ist ja nur einer. Ich würde daher sagen, wir bleiben bei unserem Kurs Frieden. Weil ich weiß noch nicht, wie das Ganze hier mit dem Militär funktioniert. Und ich will mich da auch nicht zu weit anlegen jetzt. Wir haben hier schon ein Camp von Banditen in der Nähe. Dann jetzt auch noch die Fischleute. Was ist, wenn die Banditen uns jetzt auch noch überfallen? Lieber mal ganz langsam angehen. Wir werden schon sehen, was es uns dann dahin bringt. Ja, im Moment schlafen noch alle auf den Böden, denn leider sind die noch nicht fertig, die ganzen Betten. Eigentlich sind sie ja schon fertig. Aber das Gebäude ist noch nicht fertig. Das Gebäude ist noch nicht fertig. Oder? Eigentlich ist es schon fertig. Oh, 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 da sind die Käfer. Eieiei, schaut mal hier. Oh, weia, die Käfer greifen an. Da sind sie, man sieht sie ganz schlecht. Aber unsere Leute kümmern sich drum. Ah ja, der Soldat schießt auch. Oh! Hat er jetzt auf Nelly geschossen? Was haben wir jetzt hier? Haben wir jetzt einen toten Käfer? Ist das ein toter Käfer? Der scheint tot zu sein. Ja. Ja, der ist tot, wunderbar. Da haben wir aber Glück gehabt, es ist nicht die ganze Ernte aufgefressen worden. Genau, das habe ich ganz vergessen, da war ja noch ein kleines Benachrichtigungssymbol. Einfach mal ignoriert. Ja, das Haus ist fertig, sonst würden hier die Wände, glaube ich, nicht angezeigt werden. Ja. Dann müssen eigentlich nur noch die Kojen rein. Und die Tür und das Fenster. So, da ist noch einer. Ich sag mal, jagen. So, jetzt ist er gerade hier im Kriegsnebel. Mal gucken, eigentlich müsste unser Soldat ja jetzt gleich losgehen. Und da entsprechend seinem Job nachgehen. Ah ja, da ist er auch schon. Schaut mal, wir gucken mal zu. Ja. Mach ihn alle. Oh, 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 oh. Jetzt schießt er aber lieber. Ja, gut. Ach, guck mal hier, da kommen ganz viele Kleine raus. Ist das ekelhaft. Und wie die dann plattgetreten werden. Ach, guck mal, alle treten drauf. Das ist ja cool. Hier sind nämlich auch noch ganz viele. Seht ihr das? Ja, aber da kümmern sich die Leute schon drum. Wunderbar. Ja, und es gibt offensichtlich Fleisch. Raw Beetle Steak. Na, lecker. Animals are eating your crops. Okay, das haben wir, diesmal haben wir es gesehen. Ich werde es mal wegdrücken. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben die Gefahr gebannt. Haben sogar noch ein bisschen Fleisch dabei bekommen. Und hier unten wird schon gearbeitet. Sehr gut. Da sind schon die ersten Lehmblöcke. Dann könnten wir eigentlich einen Workshop dafür bauen, oder? Wir machen mal hier die Stümpfe weg. Clear Terrain. Da werden die entfernt. Und ich weiß nicht, wie das ist mit Nachwachsen. Also, ob man Bäume hier... Also, pflanzen kann man die, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn wir die Stümpfe wegschneiden, dann kommen da auch keine mehr. Also ähnlich wie in Timber and Stone zum Beispiel. So, jetzt werden die Betten hier rüber geschleppt. Schaut mal. Zwei stehen schon. Sehr gut. Wunderbar. Ist das schon der siebte Tag? Könnte sein, oder? Ne, hier steht noch Tag 1. Aber ich glaube, das hier bezeichnet dann den Tag. Und das ist nur falsches Textfenster. Ja, Baumstumpf weg. Dann bauen wir hier gleich den Workshop hin für die Ziegelei. Okay.
Keramik-Workshop. Oder wir bauen erst den Textil-Workshop, aber wir haben noch gar keinen Flachs. Wobei ich mich aber auch frage, warum dauert das so lange? Na gut, dann würde ich sagen, erst die Ziegelei. Die machen wir gar nicht so groß. So. Na, jetzt kommt ausgerechnet das Safe-Fenster. Ja, muss ich warten, kann ich nichts machen. So, jetzt aber. Ah, wir können es auch noch abreißen, wenn es zu klein ist. Ich denke, das reicht aber. Ja, dann brauchen wir natürlich eine Tür. Und was gibt's denn hier? Keramik Workbench, very basic for making claymate in carpentry. Kiln. Also, da gibt's einmal einen aus Ziegeln. Oh, da ist schon wieder ein Ofen explodiert da oben rechts. Keramik Workbench. Ich denke mal, die Workbench reicht erstmal. Ich glaube, wir müssen aber hier so ein Keramik... Wir müssen schon so einen Ofen bauen. Also ja, Ofen ist das gar nicht, so ein Brennofen. Wir werden erstmal einen aus Stein bauen, weil wir haben noch... Obwohl, den können wir... Brick. Der ist aus Brick, also aus Stein. Ich guck mal kurz im Workshop nach. Weil der wird hier gebaut. Angeblich wird er hier gebaut. Ja, oh mein Gott, jetzt kommt schon wieder eine Meldung hier. Also, erstmal zwei Lower Class Workers. Natürlich werden wir sie annehmen. Ich weiß gar nicht, ob man darauf achten muss, dass es vielleicht irgendwann zu viele werden. Also hier kann ich das auf jeden Fall nicht bauen, diesen Ofen. Na, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, bauen wir den... Made in Keramik... Ach so! Den... Ah, ich hab das falsch gelesen. Hier steht's ja, Made in Keramik Workshop. Also der wird auch hier hergestellt. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Steinofen haben. Dann, machen wir das auch. Setzen wir hier einen Steinofen hin. Fenster gibt's natürlich auch. Und ja, das reicht dann auch erstmal. Falls wir feststellen, dass hier was fehlt, holen wir das natürlich nach. So. Oh, was ist denn hier? Spoiled Crops. Einige Pflanzen sind vernachlässigt worden. Ja, da sind sie auch. Da frage ich mich, wie das passieren konnte, wo hier doch drei Farmer arbeiten. Aber ich habe vor, noch einen vierten zu nehmen. Ich guck mal gerade. Haben wir denn welche über? Ja, ich glaube schon, oder? Können wir hier noch einen zuweisen? Nein, es ist keiner übrig. Ja, dann würde ich es erstmal so lassen. Obwohl, hier können wir eigentlich einen rausnehmen. Und dann hier noch zu den Farmern setzen. Ich würde es deswegen machen, weil hier noch das zweite Feld bewirtschaftet werden muss. Und die sind alle hier die ganze Zeit zugange. Ich glaube, das ist einfach ein sehr großes Feld. Und wenn man sich die Nahrung anguckt, wir haben auch genug. Ja, also es mangelt uns nicht an Nahrung. Das ist nicht das Ding. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich drücke mal auf die Pause-Taste. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ein Safe geladen habe, weil, also, das sind auch nur, sind nur 7 oder 8 Minuten gewesen, die da fehlen. Aber unseren Soldaten, den wollte ich nicht gleich am Anfang über die Wupper gehen lassen, dann auch noch durch so einen dösigen Fehler meinerseits. Also, ich hoffe, ihr könnt drüber wegsehen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Clockwork Empires oder irgendeinem anderen Video. Denkt an den Daumen, wenn ihr wollt, ansonsten eben halt nicht. Ciao!